Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wenn es zu spät kommt, auch wenn es längst überfällig war, wenn man hier im Parlament mal die seltene Gelegenheit hat zu sagen, dass eine Senatsentscheidung vernünftig war, dann sollte man das tun. Und ich sage, die Gründung dieser Fahrzeugfinanzierungsgesellschaft bei der BVG ist erstens eine ausgesprochen vernünftige, ist eine gute Entscheidung, auch wenn sie überfällig war. Mit dieser Entscheidung hat die BVG die Möglichkeit, ihr seit langem vorliegendes Konzept zur zukunftssicheren Fahrzeugbeschaffung, zur Erneuerung ihres Fahrzeugparks und zur Ausweitung ihres Fahrzeugparks, was notwendig ist, um die gestiegenen Anforderungen, um die gestiegene Nachfrage nach Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs zu erfüllen, auch umzusetzen, zu finanzieren und vor allen Dingen wegzukommen von dem bisherigen Verfahren, dass Fahrzeuge bei der BVG finanziert worden sind, entweder aus den Strafzahlungen für die Schlechtleistung der BVG. Das kann man mal machen, aber das kann ja natürlich keine Zukunftsstrategie sein, die Finanzierung abhängig davon zu machen bei der BVG, dass die S-Bahn schlechte Leistungen erbringt. Und es ist auch ein Weg von diesem Stop and Go aus Haushaltsüberschüssen, die man mal hat oder mal nicht hat, im Rahmen des SIVA dann zu finanzieren. Jetzt ist Planungssicherheit, jetzt ist eine kontinuierliche Finanzierung da. Und an dieser Stelle will ich mich ausdrücklich bedanken bei Frau Nikuta für ihr beharrliches Nachhaken und bei der Innovation, die der Finanzsenator gebracht hat. Herzlichen Dank, dass wir mal einen Finanzsenator haben, der nicht nur über Kürzen redet, sondern der auch mal eine politische Idee hat und in der Lage ist, Schuldenbremse zu umgehen und Finanzierung und Investitionen zu ermöglichen in dieser Stadt. Meine Damen und Herren, 3 Milliarden Investitionen, da stimme ich Herrn Frederici zu, das ist nicht nur gut für den öffentlichen Personennahverkehr und für die BVG, das ist auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt. Wir haben Kompetenzen im Bereich der Nahverkehrstechnik. Diese Investitionen werden zum Großteil in die Region gehen und damit auch wirtschaftliche Impulse und Impulse für die Beschäftigung geben. Meine Damen und Herren, wir würden uns allerdings wünschen, dass das, was jetzt für die BVG gewährleistet ist, nämlich eine zukunftssichere Investitionsstrategie, eine Planungssicherheit, dass das auch für die Investitionen, die wir ansonsten im Land Berlin zu schultern haben, gewährleistet wird. Und dass der Senat, der mal angetreten ist als Infrastruktursenat, und wir sind am Ende der Legislaturperiode, jetzt auch mal eine klare Strategie vorlegt, wie die Investitionen in der Zukunft aussehen sollen, in den vielen Bereichen, in denen wir einen Instandhaltungsstau haben, in denen wir einen Investitionsstau haben, in der öffentlichen Infrastruktur, in der sozialen Infrastruktur, bei Schulen, bei Kindertagesstätten, bei Kitas, bei der Krankenhausfinanzierung etc. etc. Da würde ich mir eine ähnliche Planungssicherheit wünschen wie für die BVG, um das mal am Rande anzumerken. Und ich glaube auch, dass auch an dieser Stelle der Verweis auf den Stabilitätspakt und die Schuldenbremse also nicht wirklich ziehen. Sie haben gezeigt mit der Finanzierungsgesellschaft, dass es möglich ist, sinnvolle Investitionen zu finanzieren. Und ich rede über die Finanzierung von Investitionen. Und Investitionen über Kredite zu finanzieren ist sinnvoll, anders als konsumtive Ausgaben über Kredite zu finanzieren, sage ich. Ich warte zum Beispiel darauf, auf einen Fonds für die energetische Sanierung innerhalb der öffentlichen Gebäude, wo man ähnliche innovative Finanzierungsinstrumente nutzen kann, weil das sind sinnvolle Investitionen. Und da kann auch die Refinanzierung über die Einsparungen, die man dann durch die Energieeffizienz hat, zumindest teilweise gewährleisten. Ich glaube, das ist notwendig, meine Damen und Herren, dass wir eine solche Diskussion in der Zukunft führen. Wir begrüßen es auch, dass es jetzt eine Vereinbarung gibt und den Letter of Intent, dass im Rahmen des Inhouse-Verfahrens an die BVG die Verkehrsleistungen auch in Zukunft verbindlich vergeben werden sollen. Ich kann mich erinnern, meine Damen und Herren, als erstmalig ein solcher Verkehrsvertrag im Rahmen der Inhouse-Vergabe an die BVG abgegeben wurde, gab es von der damaligen Opposition in diesem Haus heftige Kritik und heftigen Widerstand. Ich sage, wir haben das durchgesetzt. Mittlerweile sind alle dafür. Das ist gut so. Und wir müssen dann darüber reden, wie ist der Verkehrsvertrag konkret ausgestaltet.
Und da komme ich zu einem Thema, was ich im Letter of Intent gesehen habe, und darüber, glaube ich, müssen wir insgesamt noch mal darüber reden, nämlich, dass die Steigerung des Eigenanteils der BVG von gegenwärtig 57% auf 62% gesteigert werden soll. Nun mag das und kann das ja sinnvoll sein, aber ich glaube, man muss sehr genau darüber reden, wie diese Steigerung des Eigenanteils realisiert werden kann und soll. Ich sage ganz klar für unsere Fraktion, die Steigerung des Eigenanteils kann und soll nicht gewährleistet und finanziert werden durch die Fortsetzung der permanenten Politik der Fahrpreissteigerung, wie wir sie seit einigen Jahren haben. Weil irgendwann ist die Grenze erreicht. Und man sieht es ja jetzt auch schon, dass bei dem ABC-Ticket, also man krampfhaft sich bemühen musste, bei 99,90 Euro rauszukommen, damit man die symbolische 100-Euro-Grenze nicht überschreitet. Ich sage, diese Politik der permanenten Fahrpreissteigerung muss gestoppt werden. Die Verbesserung der Einnahmesituation der BVG muss über die Gewinnung zusätzlicher Fahrgäste erfolgen und darüber die Einnahmen zu erhöhen und nicht durch eine Politik permanenter Fahrpreissteigerung. Und deshalb werden wir auch darüber reden, wie diese Erhöhung des Eigenanteils erfolgen soll. Wir sagen, nicht über die permanenten Fahrpreissteigerungen. Zweiter Punkt. Wenn ich die Effektivität dieses Unternehmens verbessern will, der Kollege Gelper hat es schon angesprochen, dann muss ich dafür sorgen, Herr Verkehrssenator, dass wirklich diese Blockade des öffentlichen Personennahverkehrs durch die Verkehrslenkung Berlin, durch zugeparkte Busspuren, dadurch, dass die Busse permanent im Stau stehen, diese Blockade muss endlich gelöst werden. Wir brauchen durchgängig den Vorrang für den öffentlichen Personennahverkehr und kein Puzzle, aus wo man mal kurzfristig eine Vorrangschaltung hat und an der nächsten Ampel steht der öffentliche Personennahverkehr wieder, sondern das muss jetzt wirklich organisiert werden, dass das durch die ganze Stadt funktioniert, dass wir durchgängig die Vorrangschaltung haben. Das verringert die Umlaufzeiten, das verringert Kosten und damit den Eigenfinanzierungsgrad der BVG. Das ist ein Weg, den wir unterstützen würden, weil der nutzt auch den Fahrgästen, steigert die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs und ist auch finanziell sinnvoll, meine Damen und Herren. Ich will noch zum anderen Punkt kommen, weil wir reden ja, ist zwar im Titel der Aktuellen Stunde kommt es nicht vor, aber wenn wir über öffentlichen Personennahverkehr reden, müssen wir auch über die S-Bahn reden. Und ich finde es ein absolutes Unding, dass wir ein ellenlanges Verfahren haben, das sich lange hingezogen hat, das offensichtlich hochkompliziert war, wo am Ende kein Wettbewerb existiert hat, sondern nur noch ein Bieter übrig war, wo das Land Berlin tief in die Tasche greifen muss, wo die SPD-Fraktion, als ausgeschrieben wurde, noch kraftvoll erklärt hat, das Ganze steht unter einem Parlamentsvorbehalt, den sie dann im Hauptausschuss verschlafen hat, indem sie die entsprechende verbindliche Erläuterung und die Sperre weggenommen hat. Und wir bis heute nicht im Parlament über diesen Vertrag diskutieren und der Vertrag dem Parlament nicht vorgelegt ist. Herr Geisel, Sie sind zwar nicht rechtlich verpflichtet, durch diese Trickserei und durch die Dusseligkeit der Koalitionsfraktionen das vorzulegen, aber ich möchte, dass dieser Vertrag dem Parlament vorgelegt wird, damit wir darüber diskutieren können, was die Bedingungen und was die Konditionen sind, welche Leistungen wir im Konkreten bekommen und wofür wir eigentlich zahlen, meine Damen und Herren. Und da sage ich, die SPD-Fraktion, die immer mit diesem Parlamentsvorbehalt jahrelang rumgelaufen ist, verlangt das endlich auch mal, dass wir diesen Vertrag vorgelegt bekommen, damit wir auch diskutieren können über die Konsequenzen für die nächsten beiden Teillose, meine Damen und Herren. Das ist doch nur elementar, dass das Parlament hier seine Verantwortung wahrnimmt und nicht alles an die Exekutive delegiert und sagt, die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich dachte, diese Zeiten sind vorbei, wo man so agiert und alles wegdelegiert und keine Verantwortung mehr übernimmt, meine Damen und Herren. Und deshalb, Herr Kollege Geisel, legen Sie den Vertrag dem Parlament vor, machen Sie ihn öffentlich, damit wir ihn diskutieren können. Und dann will ich sehen, was sind die Konsequenzen für die nächsten Ausschreibungen. Und ich sage an dieser Stelle, die Überlegung, eine Finanzierungsgesellschaft aufzubauen, bietet doch eine gute Voraussetzung, eine Diskussion darüber zu führen, wie wir insgesamt einen kommunalen Fuhrpark für den öffentlichen Personennahverkehr aufbauen können.